Ursprünglich in der Ukraine geboren, lebte Alex die meiste Zeit seines Lebens in einem südafrikanischen Wildpark. Als der Tierarzt und Hobbyfotograf wie so oft mit seiner Kamera in der Gegend patrouillierte, konnte er nicht ahnen, was er an diesem Tag erleben würde. In einiger Entfernung versteckte sich ein Löwenweibchen im hohen Gras. Noch nie war er einem solchen Tier in freier Wildbahn so nah gewesen, und die schiere Größe des Tieres verblüffte ihn. Zuerst geriet er in Panik und richtete sein Gewehr auf das Raubtier, da er sicher war, dass die Löwin versuchen würde, ihn anzugreifen. Aber sie knurrte ihn nur an. In diesem Moment bemerkte Alex etwas Entscheidendes. Die Großkatze griff ihn deshalb nicht an, weil sie es nicht konnte. Es stellte sich heraus, dass sich ihr Fuß in einer Falle verfangen hatte und sie sich nicht mehr als ein paar Meter bewegen konnte, bevor es zu schmerzhaft für sie wurde. Alex war einerseits erleichtert, dass er noch in Sicherheit war, und andererseits entsetzt, dass ein solches Tier auf so unmenschliche Weise gefangen worden war. Es sah eindeutig nach dem Werk illegaler Wilderer aus, die zweifellos zurückkommen würden, um ihre Beute zu erledigen und für viel Geld zu verkaufen. Alex war bestürzt über die Vorstellung und er wusste, dass er etwas tun musste, um ihr zu helfen. Er beschloss, sich der Löwin zu nähern, um zu sehen, ob er nahe genug an die Falle herankommen konnte, um sie zu befreien. Doch als er sich näherte, bäumte sich das verängstigte Tier gegen ihn auf und schlug mit einer ihrer gewaltigen Pranken nach ihm. Alex ging schnell außer Reichweite. Er wusste nun, dass die Löwin ihn nicht an sich heranlassen würde. Dank seiner Berufserfahrung hatte Alex ein weiteres Problem bemerkt. Als die Löwin nach ihm geschnappt hatte, hatte er ihren Bauch gesehen. Genauer gesagt ihre Zitzen, die angeschwollen und voller Milch waren. Das bedeutete, dass die Löwin Junge in der Nähe hatte, die ohne sie nicht lange überleben würden. Angesichts dessen wusste Alex, dass er schnell handeln musste, damit die Kleinen nicht verhungerten. Schlimmer noch, ein anderes Raubtier könnte sie finden und das Undenkbare antun, da sie nicht in der Lage wären, sich zu verteidigen. Da die Mutter immer noch gefesselt war und Alex nicht in ihre Nähe lassen wollte, blieb dem gutherzigen Mann nur eine Möglichkeit. Er musste ihre Jungen finden und sie zu ihrer Mutter bringen. Glücklicherweise wusste Alex, dass sie nicht allzu weit weg sein konnten. Und so suchte er, bis er auf einige Spuren stieß. Er folgte den Spuren ein kurzes Stück, bis er vielversprechende Geräusche hörte. Er folgte ihnen und fand im hohen Gras drei Löwenbabys, die sich darin versteckt hielten und nach ihrer Mutter riefen. Alex nahm sie schnell auf seine Arme und ging zurück zu der gefangenen Löwin. Als das Muttertier sie sah, fing sie wieder an zu brüllen und versuchte, sich zu befreien. Alex war nervös, denn er wollte sie nicht so sehr aufregen, dass sie sich selbst verletzen würde. Also legte er die Jungtiere behutsam ab. Sobald sie auf dem Boden waren, begannen die Kleinen wieder zu rufen und machten sich langsam wieder auf den Weg zu ihrer Mutter. Alex näherte sich der Löwin und sprach ruhig und besänftigend und versicherte, dass er ihr nicht wehtun wollte. Als sie erkannte, dass er keine Gefahr darstellte, beruhigte sich die Löwin. Und als ihre Babys schließlich bei ihr waren, legte sie sich hin und ließ sie etwas Milch trinken. Alex beobachtete sie aus sicherer Entfernung, wie sich die Familie wieder zusammenfand. Er war froh, dass die Jungen wieder bei ihr waren. Aber er wusste noch immer nicht, wie er die Löwin befreien sollte. Eine Zeit lang saß Alex einfach da und sprach beruhigend auf sie ein. Er hatte keine Ahnung, wie lange sie gefangen war, aber ihm war klar, dass sie hungrig sein musste. Alex versicherte, dass er wiederkommen würde, und lief schnell zu seinem Wagen zurück und fuhr ein wenig herum, bis er zufällig auf einen Zebrakadaver stieß. Obwohl das Tier nur noch sehr wenig Fleisch hatte, wusste er, dass es ausreichen würde. Der mutige Mann schnitt ein großes Stück Fleisch von dem verstorbenen Tier ab und ging zurück zu der Löwin und ihren Jungtieren. Die Raubkatze war nicht mehr so feindselig wie zuvor. Sie schien sich sogar zu freuen, den Mann wiederzusehen, zumal er ein großes Stück Fleisch für sie dabei hatte. Alex beobachtete, wie sie sich die Lippen leckte. Er sprach sanft zu dem Tier, bevor er ihr das Fleisch gab. Die Löwin stand zögernd auf und schnupperte an dem Fleisch, bevor sie sich auf ihr Mahl stürzte. Während sie abgelenkt war, erkannte Alex, dass dies sein Moment war. Mit einem gezielten Schuss mit seinem Betäubungsgewehr injizierte er der Löwin ein Beruhigungsmittel. Bevor die Wirkung des Medikaments eintrat, löste er ihre Pfote aus der Falle und versuchte, sie in den hinteren Teil des Lastwagens zu locken, wo er die drei Jungtiere bereits in einem Zwinger untergebracht hatte. Er war jedoch so sehr auf seine Aufgabe konzentriert, dass er nicht bemerkte, dass die Löwin aufgehört hatte zu fressen und bis auf wenige Meter an ihn herangekommen war. Als ein Schatten über ihn fiel, schaute Alex langsam auf und sah die Löwin nur noch wenige Zentimeter entfernt. Doch anstatt wütend zu werden und anzugreifen, stand die Löwin einfach nur da. Die Löwin war verletzt und konnte nicht richtig laufen. Alex wollte sie auf die Ladefläche des Lastwagens bringen, bevor sie bewusstlos wurde, und gab ihr einen kleinen Schubs. Die Löwin verstand und tat etwas völlig Unerwartetes. Bevor sie hineinsprang, näherte sie sich Alex und begann, ihren Kopf an ihm zu reiben. Als sie schließlich auf der Ladefläche lag, fesselte Alex sie und fuhr so schnell er konnte zum Reservat. Als Alex losfuhr, konnte er nicht anders, als über das, was gerade geschehen war, zu staunen.
Im Reservat pflegten er und die anderen Arbeiter die verletzte Löwin und kümmerten sich um die Jungen. Während dieser Zeit schlossen die Löwin und ihre Babys mehr und mehr Freundschaft mit Alex. Nach einigen Monaten war es an der Zeit, die Löwenfamilie wieder auszuwildern. Bevor sich ihre Wege trennten, kuschelten sie noch ein letztes Mal. Einige Jahre vergingen, ohne dass Alex einen der Löwen sah, die er an jenem Tag gerettet hatte. Dann, eines Tages, bot sich ihm ein erstaunlicher Anblick. Ein ganzes Löwenrudel faulenzte unter einem Baum. Als er in einiger Entfernung von den Tieren zum Stehen kam, hob einer der Löwen den Kopf und sah ihn an. Als er den Mann erblickte, stand er schnell auf und ging zügig auf ihn zu. Zuerst war Alex nervös, denn er wollte nicht angegriffen werden. Aber dann wurde ihm klar, dass er ihn kannte. Es musste eines der Jungtiere sein, die er vor 4 Jahren gerettet hatte. Alex war erstaunt, dass er ihm begegnet war, und noch mehr schockiert, dass der Löwe sich an ihn zu erinnern schien. Als der Löwe nahe genug war, begann er seinen Kopf an Alex zu stüpfen, so wie es seine Mutter Jahre zuvor getan hatte. Alex lachte und streichelte vorsichtig das Fell des Tieres, bevor sich der Löwe zurückzog und zu seinem Rudel zurückkehrte. Alex könnte nicht glücklicher sein. Das Junge hatte sich an ihn erinnert und daran, was er für seine Familie getan hatte. In dem Wissen, dass er nicht länger bleiben wollte, wendete Alex sein Auto und machte sich auf den Weg zurück nach Hause. Und obwohl er sie nie wieder sah, hätte er nicht glücklicher sein können über die Erfahrung, die er mit diesen erstaunlichen Wesen machen durfte. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Elefant flehte einen Mann um Hilfe. Was dann geschah, ist unglaublich. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.